Hey Leute, es ist so unfucking fassbar heiß in Saarbrücken und deswegen habe ich Bock, einfach nur ein paar Liquids zu probieren. Vaposia. Es ist Donnerstagnacht, es ist 12:30 oder so, ja, 12:30 und an Schlaf ist nicht zu denken. Heute waren es in Saarbrücken 41 Grad und das Studio hier ist auf der Südseite und energetisch befinden wir uns hier ungefähr noch so in den 60ern. Also pennen kann ich eh nicht, kann ich auch ein Video machen. Machen wir was Entspanntes, probieren wir mal wieder Aromen. Eine ganze Tüte voll Zeug, diesmal von Vaposia. Die haben mich angeschrieben nach meinem Video über Chubbies und haben gesagt, du sag mal, wir starten zur Hall of Vape unsere Liquid-Linie und unsere Aromenlinie und wir machen Folgendes. Bei uns kriegt man alles einmal als so ein, wie sagt man, Shortfill, Longfill, also 50 Milliliter vorbefülltes Zeug. Oder genau dieselben Geschmacksrichtungen nochmal als 10 ml zum Nachfüllen. Wunderbar, probieren wir aus. Es ist eine ganze Menge. Ich werde wie immer 5 aus der Tüte ziehen und dann probieren wir vollkommen zufällig irgendwelche Sorten durch. Bevor wir das machen und bevor es hier zu warm wird. André ist Zuschauer. André oder Ender? Es waren irgendwie so beide Namen im Spiel. Und er ist aus Luxemburg. Und er hat gesagt, hey, ich schicke dir mal ein Luxemburger Bier. Probier doch mal Luxemburger Kraftbier. Sau cool. Und das hier ist Simon IPA. Und ich krieg endlich was Kaltes zu trinken. Das ist ein IPA mit 5%, was relativ wenig ist. Das ist vielleicht auch ganz gut bei den Temperaturen gerade. Ich muss was trinken, ich sag Prost. Das ist ein sehr locker trinkbares IPA. Nicht zu bitter, nicht zu intensiv. Das ist gut. Davon kann man ein paar Flaschen trinken, ohne Probleme. Der Hopfen schmeckt auch so ein bisschen nach Pilz. Also es ist wie so eine Mischung aus IPA und einem kräftigen Pilsner. Ender, das rettet mich gerade. Und wie erwähnt, Vaposia schrieb mich an und sagt, hey, wir haben diese Sachen, wir machen Release auf der Hall of Vape. Komm doch bei uns am Stand mal vorbei und guck dir das an. Und gesagt, getan, sie standen am Stand zusammen mit Eisaromen. Und das ist deswegen interessant, weil vieles der Aromen, die hier drin verwendet werden, wohl die original Eisaromen sind. Wer das nicht kennt, Eisaromen ist eine Firma, die stellen tatsächlich Aromen für Eisdielen her. Und noch so ein paar andere Dinge, da sind auch ein paar ausgefallene Sachen dabei. Und findige Dampfer haben damals diese Aromen gefunden und haben gemerkt, hey, das ist ganz schön günstig und das hört sich ganz interessant an. Wir bestellen jetzt mal gemeinsam in so großen Gebinden Aromen von denen und gucken, wie die zum Dampfen schmecken. Und aus eben diesen Aromen sind wohl hauptsächlich diese Aromen hier dann wiederum zusammengebastelt. Also es sind Kompositionen aus Eisaromen, wenn ich das richtig verstehe. Und ich greife jetzt einfach in die Tüte und ziehe, greif mal nach unten, Kieztoffee. Die fertigen Liquids kostet eine 60 ml Flasche, also quasi eine 50 ml Flasche, weil noch ein Shot reinpassen muss. 16 Euro in etwa. Das ist schon was höherpreisig. Die Aromen kriegt ihr dann dafür für 5,90 Euro das Stück, glaube ich. Auf dem Drop Solo RDA, auf dem Woodpecker, mit einer Bloxy Coil, die ich immer habe, Alien Clapton zusammen. Ich zieh mal. Ja, es ist sehr eindeutig ein süßes Karamell-Liquid. Der Name sagt es ja auch schon, es ist ein Toffee, also ein süßes, klebriges Bonbon mit Karamell. Und ich schmecke da so ein bisschen Sahne mit drin, so wie bei diesen Sahne-Mumus, wer auch immer sich den Namen überlegt hat, Sahne-Mumus. Das auf jeden Fall und es ist halt so ein bisschen süß, dunkel, nicht zu schwer, klebrig. Schmeckt geil. Ja, schmeckt geil. Was sagen Sie denn? Stellt eine ausgewogene Mischung bestehend aus einem vollmundigen süßen Geschmack
von sahniger Vanille auf Toffee-Basis, abgerundet durch feine Erdnussnoten. Ach, stimmt, Erdnuss. Jetzt, wenn man es so liest, ne? Also ich hätte jetzt gesagt, Karamell, Sahne und dann eben Erdnuss dazu. Das ist schon sehr lecker. Vielleicht nicht das Zeug, was ich mir jetzt wünschen würde für die Temperaturen jetzt gerade. Aber das macht nichts. Und es wirkt schön sahnig. Es schmeckt nicht nach Süßstoff. Das ist mir in letzter Zeit irgendwie wichtig. Ich habe so ein paar Liquids gehabt, wo ich so dachte, ist das Stevia, was sie hier drin haben oder was? Es schmeckt nach Süßstoff. Tüte im Bild. Und es ist ziemlich intensiv. Kiezdorfer gefällt mir. Von wegen intensiv. Es ist jetzt so, es gibt eine Dosierempfehlung für die kleinen 10 ml Aromen und die lautet 5-20%. Was ich... Oh je. Was ich ziemlich quatschmäßig finde. 5-20%. Ich fände es fair, der Hersteller würde sowas vorgeben wie misch so, dann ist es richtig. Was sie mir gesagt haben ist, wenn man sich eine 10 ml Flasche kauft, kann man damit eine 60 ml Flasche wieder voll machen. Also 10 ml Shot drauf, voll machen, dann hat man genau diese Mischung. Draußen ist übrigens irgendwie noch Party nachts um 1. Ich habe schon so einige durchprobiert und ich muss sagen, sie sind alle sehr intensiv im Geschmack. Also mit weniger wird man da auch hinkommen. So, dann eine Runde wühlen, wühlen, wühlen. Und ich ziehe Kokostaler. Es ist alles eh sehr Keks-Kokos-Backwaren-lastig, was sie hier gebaut haben. Und ich hatte bisher auch das Gefühl, dass alle, die sich mit den Eisaromen beschäftigt haben, eher auf die Kuchensachen abgefahren sind bei Eisaromen, als auf die Fruchtgeschichten. Name Kokostaler ist sehr eindeutig, ich probiere. Ja, wenn man es schon gelesen hat und weiß, ich behaupte, das ist eine Kokosmakrone und die wurde in dunkle Schokolade einmal so gedippt. Ist auch süß, aber auch nicht abartig süß. Man schmeckt diesen Kuchenboden, den so eine Kokosmakrone hat. Ich weiß gar nicht, was ist das? Makronenboden. Nennt man das Zeug? Die Kokos, wenn es ein Hauch intensiver wäre, würde sie langsam in die Seife kippen und das tut sie noch nicht. Ich bin sehr froh, dass die Hersteller so gut wie alle das mittlerweile hinkriegen, dass eine Kokos nicht mehr scheiße schmeckt. Die schmeckt großartig. Das ist eine Bounty-Kokos und auch eine Bounty-Kokos ist so kurz vor der Seife. Das muss, man muss diesen, das ist gut. Okay, dafür, dass mir jetzt hier die Brühe die Stirn runterläuft, ist es vielleicht ein bisschen zu weihnachtlich. Aber warum nicht auch mal Kokos im Sommer? Ich meine, ist ja Kokos. Gucken wir mal, was es tatsächlich ist. Vielleicht habe ich ja was verpasst. Knuspriger Biskuitkeks, verfeinert mit süßlichen Vanillennoten und einem intensiven Dekor aus Kokosraspeln. Siehst du mal? Die schreiben nichts von dunkler Schokolade. Und da merkt man nochmal, manchmal wünscht man sich halt so Dinge in so ein Liquid rein, wenn man weiß, was es ist, die möglicherweise gar nicht da sind. Aber wenn ich sie weiterhin schmecke und so gut finde, dann ist ja gut. Eisaromen habe ich vor 2 oder 3 Jahren das erste Mal auf der Hall of Vape so richtig wahrgenommen. Die hatten dort einen Stand und alle wollten das Bieraroma probieren. Und der Stand kam wohl zustande, weil die irgendwann mitgekriegt haben, hey, es gibt da Dampfer, die dampfen unser Zeug, die finden das gut. Und dann hat wohl auch der Chef von dem Laden irgendwann mit Dampfen angefangen. Und so hat sich dann diese Symbiose ergeben aus, wir stellen Sachen für Eisdielen her, verkaufen es den Dampfern aber auch. Und was jetzt so ein Bieraroma in einer Eisdiele zu suchen hat, ist mir ein kleines bisschen unklar. Und ich habe es auch probiert, es war nicht gut. Wie Bier ohne Kohlensäure, aber in warm. Greifen die Tüte. Und ziehe Kokos-Zitronenwirbel. Schon wieder was mit Kokos? Soll mal? Ich ziehe nochmal. Ich ziehe Apfelküchle. Schon wieder ein Kuchenaroma. Ja, warum nicht? Das Bier geht bei der Temperatur gerade ganz gut weg. Auf euch. Also Apfelküchle. Ha.
passt mir gerade besser zum Wetter, als ich gedacht hätte. Also, Grundlage ist so ein matschiger Apfelkuchenboden, so wie der gehört. Hefezeug oder was da ist. Da gibt es eine feine, schöne Spur Zimt. Und dann, und das ist ein bisschen seltsam, aber das passt irgendwie ganz gut, ein grüner Candy-Apfel. Der gehört da eigentlich gar nicht rein. Also, da. Sagen wir mal, es ist eine Mischung aus einem roten süßen Apfel und einem grünen Candy-Apfel. Also mit Candy-Apfel meine ich, es gibt diese kleinen grünen Bonbons oder diese Apfelringe von der Tanke oder auch so ein bisschen saurer Apfel, so das Zeug, was man früher auf Partys so gerne erbrochen hat. Kombination aus diesen zwei Äpfeln, also ein süßer roter und dieser saure grüne. Und bei einem Apfelkuchen erwarte ich ja eher so einen matschigen roten Apfel, das hier ist noch relativ frisch. Und weil ich das jetzt immer mal gerne tun würde, mache ich jetzt einfach mal eine Kombination aus diesem Apfelkuchen und dem Bier, weil ich glaube, mit dem grünen Apfel, das würde ganz gut gehen. Da tut sich nicht viel. Ich fand das mit dem Bier und Liquid kombinieren ja immer eine sehr spannende Sache. Hier tatsächlich muss ich jetzt sagen, da kitzelt nichts. Ich wollte das auch probieren, denn ich habe gesehen, gerade eben ging das Video von Vaping Bogen Live, der Vlog, wo er in Stuttgart auf der Messe war. Und das war jetzt gerade so eine coole Fügung, dass ich die Liquids aus Stuttgart probiere und Vaping Bogen den Vlog online stellt. Ich ein Bier habe, er garantiert irgendwie 5 Bier in dem Video hat. Aber das werde ich nachher auf jeden Fall noch gucken müssen. Also Apfelküchle erwartet keinen ganz traditionellen Apfelkuchen. Der Apfel, der drin ist, der macht es ein bisschen awkward, aber meiner Meinung nach ganz gut. Ansonsten sind Zimt und Boden sind sehr gut getroffen. Verkörpert den Geschmack von saftigen Apfelringen, naja, ja, so die von der Tanke, im Backteig ausgebacken und anschließend heiß in Zimt und Zucker gewälzt. Ja, Zucker, also ja, süß ist es. Aber auch hier wieder nicht übersüß, ich mag's. Habe ich gesagt, dass die 10 ml Aromen 5,90 Euro kosten. Und eigentlich finde ich, ist das ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass die Eisaromen für ihren sehr niedrigen Preis sehr beliebt waren. Denn hier kriege ich für 6 Euro am Schluss 60 ml Zeug raus. Und bei Eisaromen, die haben sich ja immer so zwischen 1-2% Dosierung bewegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, weil man so viele Aromen miteinander kombiniert hat oder ob die auch hier so ein bisschen gestreckt wurden, einfach damit es rentabler wird. Keine Ahnung. Ich öle. Ich laufe aus. Mal ziehen. Und das ergibt Pistazienmilch. Ich bin ja Pistazien-Fan, vor allem so als lose Knabberware. Pistazie ist ein Premium-Snack. Das ist richtig gutes Zeug. Ja, und auch hier habe ich jetzt halt eine Vorstellung davon, wie es sein soll. Ich probiere. Wenig getröpfelt oder so, muss ich das mal schütteln. Das erfüllt meine Erwartung jetzt nicht so. Ich hatte jetzt so ein kräftiges Pistazieneis erwartet eigentlich. Und das Komische ist, beim ersten Ziehen, was ich gemerkt habe, das schmeckt irgendwas zitronensäuerlich. Und ja, es ist eine Milch und mit viel gutem Willen kann ich da auch eine Pistazie irgendwie rein interpretieren, wenn man das weiß. Aber das erschlägt mich jetzt nicht so mit Pistazie in geil. Also schmeckt auch so ganz gut, aber der Name ist irgendwie so ein bisschen irreführend. Vielleicht habe ich bisher auch die falsche Pistazienmilch ausprobiert. Ich habe eine von Michaels Club der Dampfer, die habe ich auf der Hall of Vape gekauft. Eine 120 ml Chubby, so fertiges Liquid, auch so zum Auffüllen. Und da ist noch ein bisschen Kokos mit drin, die ist furchtbar geil. Das hier, also vielleicht liegt es am Verdampfer, vielleicht liegt es an der Hitze. Kann auch jetzt an allem liegen, aber es springt jetzt gerade so ein bisschen raus, dass ich sagen würde, nee, ist auch so wenig intensiv irgendwie.
Was sagen die denn dazu? Stellt einen intensiv cremigen Geschmack von Pistazien und sahniger Milch dar. Nee. Also was ich merke, es hat eine gewisse Säure, die da meiner Meinung nach nicht hingehört, die ich da jetzt so rausschmecke. Die Milch ist da, aber sie ist nicht sehr cremig. Was aber da bleibt, und das merke ich jetzt so im Nachhinein, das ist so dieser bittere Geschmack, den man von Pistazien hat. Der ist schon da. Also der Nachgeschmack ist, was Pistazie angeht, tatsächlich sehr authentisch. Aber ich hätte mir ein Pistazieneis gewünscht. Bei Eisaromen war der Fall, dass die DIY-Szene nochmal so ein bisschen angekurbelt hat, weil viele Aromen in Umlauf waren, Leute haben Sachen ausprobiert und man hat speziell auf diese Aromen, Gott, also auf diese Aromen von diesem einen Shop Rezepte zusammengestellt. Und das fand ich sehr cool. Es gibt einen YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht, ob da noch was läuft. Das war Michi und M&M Eisaromentests. Oder so, ich pack das mal hier oben, geht dieses Info-Ding auf, da drückt ihr drauf und dann kommt ihr auf den Kanal. Und ja, das hatte wieder sehr die DIY-Szene befeuert, was ich ganz cool finde. Auch wenn ich selbst in der Richtung eigentlich so gut wie gar nichts mache. Ich kipp mir manchmal ein bisschen Eukalyptus in der Zitrone, aber das war's dann auch schon. Und ich glaube, da gibt es auch noch diverse Facebook-Gruppen, die da ihre Rezepte untereinander teilen. Und ich hatte auch bei Vaposia nachgefragt, wie ist das denn? Bringt ihr eure Rezepte vielleicht irgendwie als Open Source oder so raus, dass die jeder irgendwie nachmachen kann, wenn man die Aromen kauft? Leider nein. Ich meine, ist natürlich auch so ein bisschen verständlich, ne? Ziehen, ziehen, ziehen. Ich ziehe Donut-Ahornriegel. Finde ich noch irgendwas, was nicht kuchig ist? Ja, ich überspringe das. Ich nehm Red Bubblegum, weil wir haben jetzt... Das wäre jetzt das fünfte und ich will mal noch was, was nicht so kuchenlastig ist. Die meisten sind kuchenlastig, aber Red Bubblegum, vielleicht passt das ja besser zu meinem Bier. Gucken wir. Das schmeckt mir schon fast so authentisch, dass da... Zimt könnte noch ein bisschen fieser sein. Also... Grundlage ist ein typisches Bubblegum-Aroma und davon nicht zu viel. Plus eine Spur Minze und beides zusammen macht das Zeug relativ trocken. Also die Minze, wenn sie da ist und nicht nur in dem Bubblegum-Aroma mit drin steckt und ich mich da gerade irre, ist ziemlich tief angelegt. Ist weniger süß, als ich gedacht hätte. Und was dann da eben noch ist, ist eine Spur scharfer Zimt. Ja, ist eben dieser rote Ami-Zimt, den die oft haben. Ich sag mal so, wie es ist, ist es sehr rund. Und wer so eine Kombination mag, wird das in der Kombination den ganzen Tag dampfen können. Ich hätte mir den Zimt ein bisschen schärfer gewünscht. Und zwar nicht, um es den ganzen Tag zu dampfen, sondern um es so zwischendurch mal die Dampfe zu machen und zu sagen, ich habe jetzt gerade Bock auf diesen roten, scharfen Kaugummi. Da hätte es ein bisschen mehr sein können. Ich glaube, so hat es mehr eine All-Day-Qualität. Oh, ich mache mal ein Bier-Pairing. Da geht viel mehr. Das ist eine ganz geile Kombination, auch wenn ich das nicht die ganze Zeit haben wollen würde, aber das ist irgendwie cool. Ohne Witze, probiert das mit diesem Pairing mal aus. Auch muss kein Bier sein, kann irgendein Getränk sein. Dampf einatmen und beim Trinken ausatmen, sodass sich das alles irgendwie miteinander vermischt und da kommen irre Kombinationen bei raus. Das waren fünf. Fünf wollte ich testen. Mein Favorit würde ich jetzt momentan sagen, ist Apfelküchle und Kokostaler. Ungefähr gleich auf. Den Temperaturen geschuldet würde ich sagen, das Apfelküchle passt mir jetzt gerade mehr. Aber Kokostaler ist auch sehr geil. So. Ich packe jetzt zusammen, ich gehe jetzt Bogen gucken. Danke für die Aktion an Vaposia. Danke an Ender für
das lecker Bier. Vielen Dank fürs Reingucken und extra nochmal danke, wenn ihr einen Daumen hoch oder runter geben wollt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren oder drückt auf die Glocke, damit ihr mitkriegt, wenn mal wieder irgendwann ein Video kommt. Von mir kommt bis nach Charity Line jetzt nichts mehr. Ich habe da noch ein bisschen was für zu arbeiten und werde auch vor Ort in Zeit sein. Ich freue mich da tierisch drauf. Wenn ihr mich trefft, sprecht mich einfach an. Ich werde an dem Tag wahrscheinlich gestresst wirken, weil ich werde da so ein bisschen im Livestream mitproduzieren und mache Technik und habe Dinge programmiert, die dort laufen werden und so. Das macht alles nichts. Das sieht nur so aus. Keine Panik. Wenn ihr mich schon mal angesprochen habt, verratet mir trotzdem nochmal, wer ihr seid. Ich kann mir keine Gesichter merken. Es tut mir immer sehr leid, aber das ist so. Oh! Wenn wir uns dort nicht sehen, guckt beim nächsten Mal wieder rein. Nee, auch wenn ihr dort nicht seid, guckt beim nächsten Mal wieder rein. Ihr wisst, was ich meine. Ich gehe jetzt Video gucken. Bis denn. Ciao.